3, 2, 1. Und dann schreibe ich dann willkommen zu einer kleinen Runde. Was? Was? Scheiße. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ja. Ja. Und auch ein herzliches Hallo von mir. Ja, Leute. Ey, das ist schöner jetzt Start. Aber danke, jetzt war ich schon mal schneller beim Haus. Das ist, ja, perfekt. Nur zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen, würde ich mal sagen. Okay. Ja, zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Ja, Leute, für die Leute, die vielleicht nicht meinen Livestream angeschaut haben, was ich, oder auch Olvis Livestream, was ich sehr hätte empfehlen sollen, wir haben nämlich beide auf Twitch gestreamt und haben hier in Skylife ein bisschen weitergebaut. Das seht ihr jetzt auch hier gerade wahrscheinlich schon. Wenn du kannst ja auch mal zeigen hier, Olvi. Dann. Ja. Man sieht hier schon, wir haben hier einiges gebaut. Dezente Entwicklung. Dezente Entwicklung. Das hat sich ungefähr doppelt so viel entwickelt wie in der ganzen Aufnahmezeit, die wir hier hatten. Aber hey, ja, ne? Und wir haben mal so ein bisschen gebaut, ne? Um es mal so zu sagen. Ja, und also falls irgendjemand noch Bock hat auf solche weiteren Skylife-Streams, die wir sicher machen werden, dann folgt mal bitte auf Twitch. twitch.tv/wolrechris und twitch.tv/theolvi. Das wäre ganz wichtig, weil sonst verpasst ihr das alles und dann wisst ihr gar nicht, was abgeht. So. Genau. Und was ich auch sagen kann, ist, ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, war nur diese Brücke hier und da war hier noch alles Feld. Und guck mal, Leute, hier unten, ne, haben wir eine Baumfarm. Müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, die haben das gar nicht, Aaron und Salos haben das gar nicht mitbekommen, dass hier eine Baumfarm ist. Das weiß ich auch nicht. Das wollten wir ihnen eigentlich schreiben. Vielleicht schauen sie in diese Folgen an. Weiß es nicht. Vielleicht sehen sie es dann jetzt, weil das kommt bei mir schon am Freitag sozusagen raus. So. Ja, ganz kurze Erklärung, was ich jetzt mache. Ich versuche Zombies zu töten jetzt hier mal so ein bisschen und versuche nicht dabei drauf zu gehen, weil wir brauchen Möhren, weil ich habe Schweine gefunden im Livestream und ich muss jetzt mal schauen, und ich hatte, dass ihr diese Schweine gefunden, auch ja, so ein bisschen denen was zu futtern bringen, dass wir dann auch wirklich hier letztendlich mal Schweine auch haben, weil nur Schafe haben, gut, ja, aber ich glaube, dass die wirklich uns auch stark helfen können, so ein paar. Ja klar, essensmäßig auch, wir haben jetzt auch keine wirklichen Essensprobleme mehr, denn da haben wir jetzt wirklich unsere Farm ein bisschen vorangebracht, die ihr ja schon gesehen habt in den letzten Folgen, wie ich die da immer gebaut habe, diese Farm, diese Weizenfarm, die ist halt jetzt vollkommen voll und die liefert uns jetzt eigentlich genug Brot und alles mögliche. Ja, also ich habe zum Beispiel 13 Brote, habe ich jetzt gerade auch mit. Also in den Streams sind wir wirklich, um es mal so zu sagen, sehr weit gekommen. Auf jeden Fall, ja. Und wir wollen, aber ich weiß nicht, wir wollen wahrscheinlich demnächst mal schauen, dass wir nicht mehr ganz so viel Streams machen, sonst wird das ja ein reines Streaming-Projekt und nehmen ja gar nichts mehr auf. Also wir nehmen halt schon noch was auf, aber wenn eine Aufnahme passiert, halt verhältnismäßig sozusagen nichts. Ja, natürlich, wenn man sich mal überlegt, dass wir insgesamt, keine Ahnung, 45 Minuten, sage ich jetzt mal maximal, aufnehmen. Und 3 Stunden streamen, dann ist da natürlich schon so ein Unterschied. Ja, klar, und dass 3 Stunden auf jedem Twitch-Channel sind dann schon mal 6 Stunden. Wir haben ja insgesamt jetzt 5 Stunden an dem, was wir da unten gebaut haben, gebaut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, ich hab Hühner gefunden. Da werde ich mich vielleicht nachher gleich nochmal auf die Reise machen, um die zu holen. Und ansonsten hatte ich, wir haben ein bisschen was gebaut, wir haben eine Kakaoplantage auch gebaut, auch wenn... Stimmt, ja. Da können wir irgendwann Kekse machen, ansonsten bringt die ja irgendwie nichts, ich weiß auch nicht, warum wir die überhaupt gebaut haben. So, und dann mache ich mich mal auf die Hühnersuche, ich glaube, die waren irgendwo... Weißt du was? No risk, no fun. Was? Oh. Du bist so scheiße, ganz ehrlich, jetzt hast du wahrscheinlich auf das Feld zertrampelt. Ja, habe ich, glaube ich, oder? Nee, habe ich nicht. Lol, das Feld ist nicht kaputt gegangen. Okay. Naja, Olvi, lass mal kurz, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dass wir in unser Doppelbett liegen. Hier haben wir eigentlich auch so Schildern gemacht. Bett von The Olvi und Wolrechris. Benutzung verboten und so, aber das haben die, der Blut und der... Da haben die sich nicht dran gehalten. Und das haben sie wieder weggemacht. Das war ganz böse. Da mussten wir weinen dann. Unser tolles Bett. Oh. Weil unsere Ehe ist echt... Sie ist sowas Besonderes und wir wollen sie uns nicht kaputt machen lassen. Hä, was machen wir eigentlich jetzt hier? In dieser Folge laufen wir nur rum und labern. Nee, ich wollte jetzt diese Hühner suchen. Die waren ja, aber irgendwo... ich werde nichts kriegen für die. Leute, da oben kriegen. Seht ihr, da habe ich mich schon mal rübergebaut. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich die hole, aber wieder ich nur weiß, zwei was Stück. Ich mache. Okay. Weißt du, was ich mache? Was ich fange an, unser Haus oben weiterzubauen, was ich mir so als Plan nehmen wollte. So, Leute, irgendwo hier müssen die Hühner sein. Hier war ich nämlich schon mal vorhin und irgendwo hier müsste die sein. Also ich habe die im Livestream gefunden. Die waren irgendwo auf so einer Verstrebung hier oben.
Scheiße, ich hätte da vielleicht irgendwie eine Fackel hinpacken sollen oder so, dann hätte man es in der Nacht gesehen. Ich hab mich gerettet bekommen. So, Alter, hier muss doch irgendwo dieses scheiß Hühnergehege sein. Meine Fresse, da hinten ist es, da hinten ist es. Seht ihr es, Leute? Da, ich zoome es hier im Video nochmal rein. Ich kann ja nicht reinzoomen, obwohl ich Optifine drin habe. Warum nicht? Da seht ihr mal Wolris Kakaofarm. Ach Leute, ja. Jetzt hab ich das Falsche gefunden. Ich habe auch Hasen gefunden im Livestream. Und jetzt bin ich natürlich Hasen weiß ich, wo die sind. Ja, ich da weiß. Ich und dazu brauchen wir aber Karotten, um die zu holen. Genauso wie für die Schafe, für die Schweine. Ja, das gibt's doch nicht. Es ist, Alter, diese Folge ist voll im Arsch jetzt, Alter. Jetzt laufe ich tatsächlich gerade genau den Weg, den ich vorhin hochgegangen bin, nochmal hoch. Ich laufe im Kreis. Ja, wow, Chris, du bist ein toller Typ. Du hast eine Ahnung, wie man ein Gebiet systematisch durchsucht. Da oben ist noch was. Vielleicht sind das... Nee, das sind die Kühe. Mit was lockt man Kühe? Ja gut, dann haben wir jetzt langsam alle Tiere gefunden. Kühe lockt man... Da sind die Hühner! Auch. Ja, ich hab sie! Nee, okay, also hier sind die Hühner. Warte mal, Leute. Hier, ich hab sie. Nein! Sind sie... Was? Was? Die sind alle tot? Na, scheiß drauf, dann hole ich jetzt die Kühe. Ist mir das egal. Leute, hier seht ihr übrigens das Haus von oben. Das ist das hier, aber da wollen wir es gemeinsam mal reingehen. Ah, von oben. Krass. Was? Das Haus von oben. Verstehe nicht. Naja. Es ist oben, verstehst du? Oh Gott. Ja. Entweder war der jetzt so schlecht, dass ich ihn nicht verstehen will, oder es... Naja. Themawechsel. Wo waren jetzt diese Kühe? Da hinten sind die Kühe. Ich bin einfach schon mal in die komplette richtige Richtung. In die falsche Richtung, wollte ich eigentlich sagen. Oh mein gelaufen. Gott, wie viel Eisen ich habe, ne? Ey, die anderen dürfen jetzt aber nicht denken, yo, wir haben es jetzt und nur noch alles aus Eisen machen, ne? Ja, schreib mal bitte dann so ein Ding, bitte nicht denken, yo, wir haben es jetzt und alles aus Eisen machen. Schreib so ein Hinweis hin. Einfach 1:1 so. Ja. Yo, bitte nicht denken, wir haben es jetzt. Ja, das mache ich. So, ich baue mich jetzt richtig kacke, einfach mal so einen Kackstift darüber, den baue ich, wenn ich Glück habe, auch noch danach wieder ab. Eine Ewigkeit später. Ich habe ein Weizen, wenn ich damit jetzt auf die Kuh rechtsklick drauf mache, ne, dann habe ich es nicht mehr. Das wäre nicht so gut. Deswegen... Boah, geil, wenn du die Kühe herkriegst. Alter, das sind nur am besten zwei machen Kühe. Wir alle Tiere in einem Gehege. Hä? Dann paar die Kühe. Ich habe nur ein Weizen dabei. Oh Gott, ja, dann komm wieder runter, bitte. Wir dürfen das nicht riskieren. Ja, okay, komm. Ich weiß jetzt den Weg, dann... Wir sind bei 16 Minuten. Okay, los, dann renne ich jetzt runter. Hol mir schnell noch mehr Weizen, vermehr die. Dann haben wir auch nur drei Kühe, ne? Das bringt ja auch nichts. Ja, dann musst du dich da ausloggen und beim nächsten Mal wieder paaren. Irgendjemand anders wird ja aufgenommen. Creeper! Alter. Der hat deine Kakaofarm in die... Oder? Nee, die ist, glaube ich, ganz geblieben. Aber die Kakaofarm ist ganz geblieben. Eine Kakaoknospe ist kaputt gegangen. Ist krass, okay. Ja, komm, die kann ich dir jetzt gerade nicht dran machen, weil ich nicht in der Leiste habe. Ach so, ja, jetzt hat sich sowieso erledigt. Das kann ich dir... Oder soll ich die jetzt noch nehmen? Es wird halt Nacht. Boah, das ist kacke. Eigentlich, wenn ich die sicher nehme, dann sterben die nicht. Aber, jetzt in der Nacht kann ich die nicht nehmen. Weil wie, ich weiß nicht, wodurch sollen weiß, die denn noch sterben? Was mir auffällt, die anderen haben auch Eisen gefarmt. Wir haben 24 Eisen im Ofen gehabt. Die haben jetzt insgesamt schon Stack Eisen in der Kiste. Ja, das ist jetzt auch nicht so viel. Das passt schon. Alter, meine Fresse. Das ist doch kacke. Jetzt habe ich diese Folge nichts erreicht, ne? Ich bastel mir jetzt erstmal ein paar Eisenwerkzeugchen, glaube ich doch. Olvi, gehen wir mal kurz gleich beide ins Bett. Ich weiß nicht, oh Gott, das ist so kacke, ne? Ich wollte es eigentlich unbedingt Boris am Verzweifeln, diese Kühe oder die Dings mitnehmen, die Kühe oder Hühner. Aber die Hühner weiß so, ich echt nicht mehr, wo manche Menschen sagen, das, was ich hier gerade mache, ist Verschwendung. Ich aber sage, es ist Verschwendung. Oha, Olvi, da hast du aber einen ganz individuellen Standpunkt. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, du bist ja ein krasser Typ auf jeden Fall. Ja, und du bist ich mache nicht so keine Verschwendung. Ich weiß, ich bin nicht wie die anderen. Das zeichnet mich aus. So, ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben keine Kohle. Warum habe ich keine Kohle mitgenommen? Ich habe so viel Kohle gesehen. Okay, das ist cool. Alter, Leute, das kann es doch nicht sein, ganz ehrlich. Ich habe so einen Druck einfach auf mich selbst. Ich muss jede Folge unbedingt was schaffen. Ich habe was geschafft jetzt mittlerweile. Der macht mich stolz. Ja, ich habe auch was geschafft, aber das ist nicht besonders viel. Ich habe nur ein paar Eisen gefarmt, so 5 Stück oder so. Und ein so, paar das Knochen. Feld können wir die Tage auch nochmal ernten. Nur ich glaube, dazu wird es jetzt langsam zu spät, weil wir sind schon bei 18 Minuten laut meiner Aufnahme, aber die habe ich ein bisschen früher gestartet. Ja, ich auch. Ich habe die 2 Minuten circa vorher gestartet, glaube ich. Wir können noch ein bisschen aufnehmen. Jo. Ich baue mal schon mal gerade einen sicheren Weg für die Kühe nachher, ne? So.
Mach das. Gott, die Welt wurde gespeichert. Wir sind auf dem aktuellsten Stand wie jetzt. Wie sind mal. Die Bistin? Die sind aktuell. Motorsport aktuell. Leuchte ich jetzt mal aus. Oh Gott. So, bitte. Zack, zack. Wolle, bitte. Bitte tu mir das nicht an. Du musst dich doch verarschen. Jetzt habe ich gleich keine Steine mehr. Das ist doch alles, das ist doch... Bin ich ja gerade mit versteckter Kamera, oder was? Und ich spiele jetzt Planierer, weil, ne, hier muss planiert werden. Oh, ihr spielt Planierer? Mhm. Brumm, das ist ein tolles Spiel. Ich bin ein Planierer. Das ist ein tolles Spiel, ja, auf jeden Fall. So, zack, dann... Zack. Ich baue hier gerade noch ein bisschen... Also, ich habe ein Talent, ab. Ja? Ich baue Holz mit einer Schaufel ab, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Einfach nur deswegen. Boah... Olvi, du bist... Ich finde, Äxte sind zu teuer und deswegen mache ich es mit der Schaufel. Ist nicht so, als ob die Schaufel da wie eine Hand auch wirkt, aber... ja. Okay. Ich finde Äxte zu teuer. Also ich habe jetzt einen perfekten Aufgang. Folge. Bis zum Kühen. Habe ich jetzt einen perfekten Aufgang gebaut. Dann lass mal kurz ins Bett gehen, dann muss ich mal schauen, was ich jetzt danach mache. So. Ich muss sagen, wenn du dann zu Hause bist, weil ich bin auch direkt in der Nähe von zu Hause. Ich gehe schon mal nach Hause. Also gehe schon mal zum Bett, weil ich bin gleich da. Ich bin jetzt auf unserer Hauptinsel. Also auf der Mittelinsel. Ja, guck mal, dann kannst du mich doch direkt mitnehmen. Guck mal, wo ich gerade Erde am Abbauen bin. Ich muss hier planieren. Ich bin Mr. Planierer. Mr. Planierer? Wo bist du denn? Hier. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht, hey, Oliver. Du musst mich doch sehen. Ich bin direkt vor unserer Base. Wenn du über die Holzbrücke drüber gehst. Ah, da bist du. Ja, okay. Ja, komm, leg dich mal hin, Olvi. Ja, wetten, ich lieg vor dir im Bett. Wer als erstes im Bett ist. Ha! Nein! Was ist das? Ja. Ich hab's geschafft. Gern, okay. Da bin ich. So, Ein wunderschöner neuer Tag. Okay. Ich weiß glaube, der wunderschöne neue Tag ist auch ein Zeichen dafür, dass wir jetzt die Folge beenden sollten. Oh, ich will aber noch dich. Ich wollte eigentlich noch diese Kühe holen. Mann. Du weißt, was ich noch wollte? Ich wollte jetzt gerade noch alles, es muss noch 3 Blöcke runtergehen und dann wird hier Haus gebaut. Und zwar richtiges Haus, nicht nur Schlafzimmerkack und so. Oh, scheiße, Alter. Schönes Häuschen. Ich will diese Kühe noch holen. Dann laufe ich wenigstens dort schon mal hoch. Nee, ja, dann vermehre ich die. Du sagst mir Bescheid, weil dann weißt kann du was? Ich hier auch aufhören. Dann vermehre ich die. Oh Gott, da ist ein Creeper in unserem Haus. Geh, ich hab ein Eisenschwert. Ist down. So. Warte, ich hol mal noch ein bisschen, ich nehme noch ein bisschen Weizen mit, dann vermehre ich dort noch oben die Kühe, warte dann bis zur nächsten Folge und in der nächsten Folge nehmen wir die dann mit nach unten, weil dann kann ich die nochmal vermehren, dann haben wir oben noch 2 als Backup, weißt? Dann sind wir auf der ganz safen Seite. So, wir haben 22 Weizen, das ist perfekt. Zack. Dann sind wir also ganz safe, das ist doch toll. Ja, und ich bin jetzt gerade am Punkt angekommen, wo ich nicht ganz, da unten, ich sehe da Blöcke. Aha, der Zalos hat nicht damit... Oh, was mache ich? Der Zalos hat nicht damit gerechnet, dass wir die Ränderweite sehr weit haben. Ich sehe da unten 2 Blöcke. Tja, ja. Da hat er nicht richtig kopiert. Da hat er geschlampt, der Liebe. Da hat er geschlampt, ne? So, ja, Zalos, was soll das? Ja, also Zalos sehe ich nicht ein. Okay, ich laufe nochmal schnell da hoch, dann vermehre ich die noch schnell, dann überziehen wir es ein bisschen. Aber also bei mir nicht, weil ich schneide diese Folge voll krass. Ja, bei mir werden wir voll krass überziehen, aber YOLO. Ja, wenn du schwebt, schneidest, ne? Dann... Ach, ich laufe hier falsch übrigens. Ich werde nämlich gleich nicht mehr so viel Zeit zum Schneiden haben, denn wir haben, wie viel haben wir? Wir haben 19.03 Uhr, ich muss gleich noch Hausaufgaben machen und das Video kommt morgen. Ja, toll. Uh-huh. Das, du bist ja cool. Ich bin ein toller Mensch. Na, ich schneide dann in der Schule einfach. Das geht bei mir. In der Schule schneiden, ja das ist doch ganz easy. Ist eigentlich immer das Beste, was man machen kann. Gott, ich hätte mir vielleicht noch ein paar Blöcke mitnehmen sollen. Meine Fresse. So. Oh Mann. Ich hab Lapis. Lapis, ganz viel Lapis. Lapis Lazuli. Okay, bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Dann muss ich jetzt da lang. Gott, ich glaube, den Weg finde ich dann nachher nicht mehr zurück, nächste Folge oder so. Aber hey, YOLO, Schweg. Das kriege ich schon hin. So. Hast du Schweg und YOLO? Ich habe ein bisschen YOLO, ja. Bisschen. Und auch, ich habe Eisen gefunden, direkt bei uns. So, zack, 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 zack. Also da komme ich noch hin. Oh mein Gott. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Scheiße. Boah, ey, das ist... Ja, geil. Warte, darf ich mal mit der Abmoderation schon beginnen? Weil ich mich nicht so weit verlaufen. Ja, Olvi, ja, kannst schon mal... Okay. Tschüss, sag. Also, Leute, ich hoffe mal, dass euch bei uns beiden das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr da gerne ein Däumchen hochlassen. Dann macht das. Außerdem könnt ihr mal bei jeweils den anderen vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, aber...
Ich und der Wolre, wir nehmen so viel gemeinsam auf. Also, ich glaube, wenn ihr jetzt sagt, Alter, dieser Spaß, dieser so Olvi oder oh, dieser Wolrikris, den kenne ich ja gar nicht, dann weiß ich auch nicht. Entweder seid ihr erst gestern dazugekommen oder... oder ihr habt was verpasst innerhalb der letzten paar Wochen, bisschen was, Monate. Vielleicht. Ja, okay. Ja, okay, und ansonsten würde ich sagen... Bist du angekommen an deinem Ziel? Ja, ich bin gleich angekommen. Ich muss dies nur noch vermehren. Okay. Es wird ein schöner, also, idyllischer Abschluss, wie die Kühe alle... Sie haben ihr Ziel erreicht. Alter, das wird jetzt so ein geiler Abschluss, wie die Kühe jetzt Ficky-Ficky machen. So, piep, piep. Ja, oh. Oh, 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 ja, 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 sie haben Herzen über ihren Köpfen, oh, ja. Okay, ja, hier seht ihr nochmal die kleine Kuh, ne? Gut, Leute. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, in der nächsten Folge wieder, ne? Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ansonsten, bis dann, bleibt schleimig und tschüss. Ciao. We'll be right back.